eben jetzt irgendeine Eroberung gerade stattfindet oder so und jetzt gerade die Mobs verschwinden. Deswegen sage ich fuck you. Ach, nee, verdammt, fuck you, ey. Ah, shit. Nee, was ich jetzt sagen wollte ist, zu der Taste 8, das ist ja im Prinzip, der Gegner wird verwirrt und so weiter zu meinem Skill. Ah, da haben wir wieder Mobs, super. Und schon wieder verschwinden. Jetzt bringt's auch wirklich was. Aber gegen mehrere Leute finde ich, also wenn du hier so einen Massenkill machst, finde ich, bringt's nicht viel. Dann ist es eher sinnlos, finde ich. Ist meine, weil dann, du verwirrst ihn ja sozusagen nur, und warum soll, was bringt mir das bei einem Massenkill? Da muss ich alle verwirren, einzeln killen, verwirren, einzeln killen. Früher hätte man euch das vielleicht was gebracht, wo ich keine AOEs wollte. Aber jetzt nicht mehr. Also zu meinem vorigen Kampfstil, wo es sehr viele Tränen sozusagen gab. Hier bringt mir das jetzt was. So, zwei muss ich noch finden. Zwei brauche zwei. Juhu. Das ist das Doofe dran. Bitte nicht wieder verschwinden. Bitte nicht wieder verschwinden. Bitte nicht wieder verschwinden. Ach, nee. Ach, Manu. Ein Mob brauche ich noch. Zwei Mobs brauche ich noch hier in dem Gebiet. Zwei Mobs. Und dann, da ist einer erschienen. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Nicht gleich wieder verschwinden. Och, Manu. Ach. Warten. Mist. Und ich vermute mal, dass der Channelwechsel mir jetzt nichts bringen wird. Ich versuch's aber trotzdem mal, aber ich vermute mal, dass das absolut mir gar nichts bringen wird. Da ich vermute mal, dass bei allem Channels jetzt stattfindet. Yep. Ach, zwei Mobs haben mir noch gefehlt. Zwei Mobs. Ah. Ärgerlich. Naja. Machen wir es mal hier weiter. Ist das ärgerlich. Aber ich glaube, ich mache jetzt... Sind die noch meine? Ja, sind noch meine. Also die gehören noch. Aber es scheint gleich ein Kampf. Okay. Dann... Mist. Ach Manu, das ist echt fies. Ihr seid fies, Leute. Wisst ihr das? Die Mobs verschwinden, dann macht ihr dazu. Das ist echt gemein von euch. Na, dann werde ich mal jetzt noch... Weil das bringt jetzt erstmal noch nicht. Dann werde ich jetzt mich mal mit Aries Auftrag beschäftigen. Weil sonst muss ich... Mein Inventar muss dann komplett leer sein. Sonst, ja. Sonst, ja, was sonst? Sonst muss ich zu schnell wieder raus. Hey, geh mir nicht auf die Nerven. Ja, Ariel. Mal sehen, wie weit mich das bringt, wie weit ich da rankomme. Oh, entschuldigt bitte.
Oh, ich habe mir heute mal einen, einen Cola-Orangen-Mix bei Edeka gekauft. Ah, schmeckt furchtbar. Ich gehe wieder zu Netto um. Bah. Aber ich kam halt bei Edeka vorbei und ich wollte halt nicht nur extra zu Netto rennen und da dachte ich, ach, warum holst du es dir nicht mal da? Ach ja, ach stimmt, das war jetzt auch von mir. Richtig, richtig schlau, die Mobs sind ja weg. Halleluja, ey. Ach, nee. Gut. Ja, das war klar, dass ich jetzt abgeschossen werde. So, dann muss ich es jetzt schaffen. Ich will hier nicht kämpfen. Ich will hier einfach nur raus. Das war jetzt schlauesten einer. Das war jetzt richtig, richtig schlau. Ja. Oh, weg. Geschafft. Juhu. Yeah, ich bin der Größte. Nee, überhaupt nicht, wenn ich ja so fliehe. Aber ihr wisst, ich mag's nicht. So, dann noch in der Auktion. Hat mir jemand angeflüstert oder sowas? Gruppe? Nö. Ich habe den Titel verstorben erhalten. Ja, klasse. Weiß ich, dass ich den öfters mal kriege. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, naja. Ihr kennt mich ja, wenn ich gegen Spieler abluse, habe ich damit eigentlich kein Problem. So, wie viel wird denn eigentlich der Gottesstein? Wird schon mit ein bisschen Gold. Gottesstein aus Schloss Ardia. Gebra, Konteroga, Gebra. Und aber zum einen wird da mit dem Crafting-System, aber ich hab da, wird da. Ja, müsste mich da mal einer einführen, wie das so wirklich funktioniert. Ob das dann, wird das dann zum Verstärken benutzt oder wie die Runen oder als wie wird das verwendet? Bin ich gerade nicht so wirklich firm drinne. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir halt jetzt mal wieder zu Moloch. Moloch muss sterben. Brunas Königspalast. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Nicht, dass ich mal wieder das Mikrofon gemutet habe. Ich melde mich gleich wieder. Passt alles. Super. Juti, na dann. Ich frag mich bloß, warum wir jetzt immer da und weil wir sind doch eigentlich sonst immer da vorne. Aber stimmt, weiß ich, ist jetzt irgendwie umgedreht. Sonst waren wir immer da und hier in Valorien da. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in irgendeinen Kampf gerate. Das wäre nicht ganz so toll. Oh, gibt's eigentlich noch meine Gefährten? 6 Stunden, 15 Stunden. Und den hier habe ich noch einen Tag. Naja, solange es sie noch gibt, vielleicht kriege ich ja irgendwo noch eine Gefährtenruhe her. Wäre, glaube ich, nicht ganz so schlecht, ne? Aber jetzt müssen wir hier erstmal durchreiten. Blöd, dass ich das wenn ich hier gerade irgendwie mehr Gedankengänge habe. Blöd, dass ich noch keinen schnelleren Sattel habe, aber ich finde so was soll ich da mit dieser einen Peitsche da anfangen? Das fand ich etwas nicht so sinnvoll.
Genau. Ah, da geht auch einer gerade da rein. Ah, nein, ich will hier bloß. Ey, hallo, geht's dir noch gut? Ich will bloß ins... Ach, Jan. Nein. Ach, Manu, wo stecke ich jetzt fest? Ah, na toll. Ich will hier nicht gegen dich kämpfen. Hast du das nicht gemerkt, dass ich nicht gegen dich kämpfen wollte? Das finde ich dann... Also, das finde ich echt fies. Ich meine... Ich habe ja wirklich keine Gegenmaßnahme ergriffen. Und ich frage mich, ich meine, da hätte ich ja wirklich was machen können gegen den. Oh, weil die haben ja nicht so viel abgezogen. Und ist dann die Frage, ihr habt doch sicher irgendwo gemerkt, dass ich nicht machen wollte. Warum habt ihr mich trotzdem niedergemetzelt? Weißt du, das ist so eine Sache von Fairness, das verstehe ich. Das ist, na, was heißt, verstehe ich nicht, aber da habe ich eine andere Philosophie, eine andere Grundeinstellung zu. Wenn jemand nicht kämpfen möchte, sollte man ihn in Ruhe lassen. Warum auf Käufeltraum raus kämpfen? Ich weiß, dass das For Story eher ein PvP-basiertes Game ist. Aber habt doch jetzt gesehen, dass ich auch ganz gut ohne PvP durchkomme. Und ganz ehrlich, was soll dieses... ich meine, ich spiele auch mal einen Shooter. Also da habe ich kein Problem, aber was soll dieses ständig... sich gegeneinander bekriegen, gegeneinander kämpfen. Ich bin der Beste, ich bin der Größte hier. Guck mal, ich bin der Shooter King. Was soll das? Bringt euch das irgendwo im Leben gut auf große Hose machen? Ist meistens ja, aber viele sind dann halt, die sind dann halt wirklich nur Schaumschläge und mehr nicht. Und noch da? Nö, nicht mehr da. Super. Na dann. Labyrinth der Höllenflamme. Dann auf geht's. Ich schaffe es natürlich sofort immer von meinem Ross runterzuholen. Ich glaube, ich werde den Gottesstein einfach mal an meinem Umhang ausprobieren, was dann daraus wird. Ob der nochmal eine gute Verteidigung hergibt, weil ich wollte den ja doch ziemlich verbessern sozusagen. Aber erstmal wird hier weitergemacht. Mal sehen, wie weit ich diesmal komme, was ich an Items alles mitbringen kann.